Manchmal kannst du die Dinge nicht loslassen, die dir wehgetan haben. Einfach aus dem Grund, weil es die Dinge waren, die dich mal glücklich gemacht haben. Say something, I'm giving up on you. Du kannst vor dir selbst und dem Schmerz in dir nicht weglaufen. Du kannst deinen Job wechseln, in eine andere Stadt ziehen oder eine neue Beziehung beginnen. Doch wenn da etwas in dir ist, das heilen muss, dann wird es dich immer wieder finden, bis du es zulässt. Warum soll man sich überhaupt noch auf einen Menschen einlassen, wenn es immer so läuft? Kennenlernen, anfangen sich zu mögen, täglich schreiben, einer verliert Interesse, einer bricht Kontakt ab, einer vermisst den anderen und er zerbricht daran. Dem anderen ist es egal. Und plötzlich laufen da ein oder zwei Menschen mehr vor dir herum. Du vergisst die Zeit. Du genießt ihre Sorglosigkeit und ihr Lachen. Die Art, wie sie die Welt kennenlernen und entdecken. Denn auch wenn man erwachsen ist und mehr Verantwortung hat, ist die Welt und das Leben nicht weniger schön, als Kinderaugen sie sehen. Warum gebrochene Menschen sich am meisten bemühen? Weil sie niemanden spüren lassen wollen, wie es sich anfühlt, sich wertlos zu fühlen. Ich schaue mich ganz oft um und denke mir, mein Gott, was ist das für eine traurige Welt. In dieser Wegwerfgesellschaft, in der wir heute leben, fehlt die Menschlichkeit. Wenn Menschen sich öfter mal fragen würden, wie würde ich mich dabei fühlen, gäbe es hier weniger Enttäuschungen und dafür viel mehr Verständnis. Ich spreche zu jedem, der das macht. Jeder, der sowas macht, mit Gefühlen spielt, jemanden was vormacht, ist das. Ihr werdet alle in der Hölle landen. Gott soll euch bestrafen. Niemand wird dich aufhalten, weil das dein Leben ist. Fuck! Wir alle werden hier nicht lebend rauskommen. Also hört auf, euch wie die letzten Vollidioten zu behandeln. Mach all diese Dinge, die dir Spaß machen. Spazier im Sonnenuntergang. Verbring ganz viel Zeit mit deinen Freunden. Glotz geile Netflix-Serien. Spiel geile Videospiele, die du toll findest. Sieh aus, wie du aussehen möchtest. Sei, wer du selber sein möchtest. Und tritt der Welt einfach in den Arsch. Das ist dein Leben. Solange du dein Bestes gibst, ist alles perfekt. Eine Sache wissen leider nur die wenigsten, dass wenn man anderen das Leben schwerer macht, das eigene dadurch nicht leichter oder besser wird. Du bist so viel mehr, als du selber denkst von dir. Und du schaffst so viel mehr. Und bist so viel stärker als das. All die Tage, wo du im Bett lagst und dachtest, das war's. All die Tage, wo deine Angstzustände mal wieder reingeballert haben und du nicht wusstest, wohin mit dir. All die Tage, wo dieses schwarze Loch in deinem Kopf stärker war. Du bist zu so viel mehr fähig, als du dir eigentlich zutraust. Und du bist so viel mehr, als du eigentlich von dir glaubst. Bestimmt die eine oder andere Person, die vielleicht mit ihrer aktuellen Lebenssituation nicht zufrieden sind. Es kann im Leben nie bergauf gehen. Es gibt immer Momente, Höhen und Tiefen. Ein Leben, was nur Höhen hätte, wäre langweilig. Man wünscht sich das vielleicht, aber wenn man in der Position ist, kann ich mir vorstellen, wäre es langweilig. Weil ein Leben benötigt auch Herausforderungen, weißt du, ich meine? Also du musst ja auch irgendwie Herausforderungen haben, um am Leben Spaß zu haben. Merk dir nur eins, lass dir niemals dein Strahlen nehmen, nur weil es andere blendet. Wenn du jemanden immer wieder sagst, dass er dich mit seinem Verhalten verletzt und er nichts dagegen unternimmt, dann musst du verstehen, dass er dich nicht wirklich respektiert. Ein Narzisst wird der Welt niemals sein wahres Gesicht offenbaren. So wie es in seiner Natur liegt, wird er so lange versuchen, dich verrückt zu machen, bis du nicht mehr dagegen ankämpfen kannst und durchdrehst. Dann wird er sich zurücklehnen und der Welt dein Gesicht zeigen, damit nicht er, sondern du der Böse bist. Wenn jemand dich nicht respektiert oder schlecht behandelt, dann stimmt etwas mit ihm nicht.
Denn gute Menschen haben nicht die Absicht, andere zu verletzen. Und wenn ich so darüber nachdenke, weiß ich ganz genau, was falsch läuft, was ich falsch mache. Ich weiß auch genau, was ich tun müsste, um dies zu ändern, aber ich kann nicht. Als wäre ich 100 Meter unter der Wasseroberfläche angekettet und um nicht zu ertrinken, müsste ich einfach nur auftauchen und atmen. Ja, vielleicht dramatisiere ich das, aber so fühlt es sich nun mal an. Junge, merk dir bitte eine Sache. Es gibt keinen Ersatz für eine loyale Frau, die dich von ganzem Herzen liebt. Und wenn du das versuchst, bei einer anderen Frau zu suchen, nur weil sie dir zu anstrengend geworden ist, weil dieses arme Mädchen dir ihre ganze Aufmerksamkeit schenkt, dann vertrau mir, wirst du es bereuen, denn so eine Frau findest du kein zweites Mal. Es ist nicht deine Pflicht, jemanden zu wecken, der die Chance verschlafen hat, um mit dir glücklich zu werden. Ich glaube, dass wir manchmal im Schlaf umarmt werden. Von Menschen, die nicht mehr da sind. Dann schaut die Seele vorbei und lässt uns ein bisschen Kraft da. Wisst ihr, wo das Problem ist in der heutigen Zeit, wenn du ein zu gutes Herz hast? Du versuchst, jeden Menschen zu helfen. Du zeigst zu viel Gesicht und du bist die Person, die am meisten liebt. Und du gibst mehr, als du eigentlich geben kannst. Und am Ende bist du der Mensch, der am meisten enttäuscht wird. Ein Gedanke. Jage lieber inneren Frieden hinterher, als irgendwelchen Menschen. Lass dir niemals von anderen einreden, dass du wertlos bist, du keine Liebe verdienst oder ein Nichts und Niemand bist. Manchmal, da fängt man wirklich an, daran zu glauben, weil die Leute es einem immer und immer wieder sagen. Doch sie denken nicht einen Augenblick darüber nach, während sie mit ihren Worten wild umherwerfen. Wenn dir gerade gute Sachen passieren, dann vielleicht, weil du die gute Sache bist, die gerade anderen passiert. Karma. Sich über ein Problem beschweren, ohne selbst nach einer Lösung zu suchen, nennt sich Jammern. Mach dich nicht abhängig von der Zuneigung und Beliebtheit anderer. Erkenne selbst in dir, wie wertvoll du bist. Du brauchst keine Anerkennung von außen. Und die Wahrheit ist doch, wir machen lächerliche Scherze über das, was uns wehtut. Nur damit niemand merkt, wie verletzt wir wirklich sind. Und setzen uns damit eine Maske auf. Das Leben erlaubt uns zwar nicht, zurückzugehen und das zu reparieren, was wir falsch gemacht haben, aber es erlaubt uns, weiterzuleben und jeden Tag besser zu machen als den davor.